Am Ufer des großen Salzsees in Amerika versucht der Engländer Captain Easton mit seinem Überrennwagen den bisherigen Geschwindigkeitsrekord für Automobile zu brechen. Bisher allerdings ohne Erfolg. Dagegen veranstaltete die oberste nationale Sportbehörde auf der Reichsautobahn bei Frankfurt eine internationale Rekordwoche, um die Leistungsfähigkeit der deutschen Rennwagen unter Beweis zu stellen. Rosemeyer gelang es schon beim ersten Versuch mit seinem Auto-Union-Wagen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 405 Kilometern zu erreichen. Zwei andere Weltrekorde wurden in Frankreich aufgestellt. Dieses Flugzeug erzielte mit 5000 Kilo Nutzlast eine Geschwindigkeit von 317 Kilometern. Ihre Konkurrentin erreichte mit 10.000 Kilo Ladung 262 Kilometer. Und dies ist Amerikas neuester Bomber, das größte Kampfmittel der Luft. Es besitzt 4000 PS, ein Schnellfeuergeschütz und 6 Maschinengewehrstände.